Yo, Fred, was geht ab? Wir fliegen jetzt nach New York. Wir fliegen jetzt erstmal nach London. We are in London, bruh. Wagwan, bruh. Wagwan, bruh. Wagwan. Ey, wie die reden einfach. Die reden richtig wie nix, Bruder. Wie im Film. Ey, sir, can you have a tea, please? Weißt du? Ich habe für diese beiden zwei Sachen 15 Euro bezahlt. Ich sag dir ehrlich, das ist jetzt nicht so krass. Wir müssen jetzt einfach 20 Minuten da lang gehen. Schon 20 Minuten einfach, ne? 20 fucking minutes, bro. Walla, das waren keine 20 Minuten, ich schwör bei Gott. So Leute, ich muss sagen, wir sind jetzt drin. Was geht ab, Leute? Es ist mies eng, aber it is what it is. Wir haben hier so Fernseher und sowas. Zengan ist da. Der Arme. So, wir haben uns jetzt hier Pasta entschieden, beide. Es gibt einen kleinen Salad. Einen kleinen Kuchen, bitte. Wasser. Olivenöl? This. Ja, man, it's crazy, bro. Ich glaube, das ist eher Lasagne. Sieht eigentlich ganz nice aus. Schön, oder? Wie sieht das? Tasten das, dann sagen wir Bescheid. Und wie ist es bisher? Ist in Ordnung. Ja? Das Gemüse da drin schmeckt. Das ja, Gemüse halt, da drin schmeckt. Ist halt so Gemüse und ein bisschen so. Ist halt jetzt nichts Krasses, aber Holzklasse halt, ne? So Leute, wir sind jetzt angekommen in New York langer City. Tag, langer Tag. Endlich. Ich bin todmüde, aber die Bestellung ist über. New York. Und dann geht es erstmal gleich ins Hotel. Was duschen. Unreal. Okay, probieren. Aber das schmeckt richtig dolle nach Butter. Butter? Ich sag ehrlich, das ist schon anders crazy hier. Ich bin ehrlich, ich hab sowas noch nie erlebt. Ich kenn sowas nur aus Bildern und Videos. Oh, ja, mein Gott. Ich kam mit Uzis gerade rein. Das ist schon crazy. Und die Leute müssen einfach die ganze Zeit Lil Baby, die ganze Zeit krass essen, antanzen. Jetzt gerade in Brooklyn und ich sag ehrlich, es ist crazy. Es ist crazy. Ihr hört die Hupen, die sind real, die gibt's wirklich. Ich schwör bei Gott, ob ihr glaubt oder nicht, es riecht hier einfach die ganze Zeit nach Gras. Also for real, an jeder Ecke, wo du bist, es riecht die ganze Zeit Gras. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Shake Shack. Das heißt, Leute, es geht los. Der erste Shake Shack, Bruder, wird schon sehr, sehr lecker jetzt. Check auf jeden Fall Sali sein Twitch ab. Ist unten verlinkt. Macht die mal jetzt 100 Follower voll. Also das Video, was ihr jetzt hier seht, Leute, ist die ganze Zusammenfassung bei allen Läden, die wir waren. Also in Foodspots und so. Es werden natürlich auch Vlogs, bestimmt habt ihr die schon gesehen, wie wir bei den Basketballspielen waren. Hier. Barclays Center, da verlaufen wir gerade dran vorbei. Guckt das Bild an, Leute. Crazy. So, Friends, Essen ist da. Ich habe mir zwei normale Cheeseburger geholt. Chili Cheese Fries. Chicken Burger. Was hast du dir noch geholt hier? Ich habe mir so Chicken Bites geholt. Den Shake Burger. Und hier irgend so einen Drink. Jetzt als erstes den Burger. Ist schon ein bisschen kalt geworden, ja. Geil. Und ehrlich, der Chicken sieht echt heftig aus. Ist schon krass. Wild, sagst du? Aber ist vergleichbar wie mit so Five Guys. Also man ist dem Geschmack echt schon gewöhnt mittlerweile. Was sagst du? Hey. Bruder, auch die Bannen sind so schön weich. Ja, so, aber ne? Erinnert sich das jetzt schon so ein bisschen an, auch an Smashburger? So ein bisschen an Goldies, bisschen Goldies, aber der Bruder, ich sag Goldies meint Nummer 1. Ich meinte nicht Five Guys, ich meinte schon so Goldies. Da wollte ich noch nie essen. Ich glaube, es sind sogar die gleichen Buns, deswegen. Ich sag ehrlich,
schon eine 9 von 10. 8,5 von 10. 8,5. Ist jetzt nicht das Krasseste, aber ist krass. Salio hat, Sengan hat nicht Angst, hier U-Bahn zu fahren. Das ist so gefährlich, Leute. Weil die denken, die letzten Wochen waren hier viele Überfälle, aber wir versuchen es trotzdem. So, weil mit der U-Bahn ist sehr, sehr günstig zu fahren, aber der Bre hat leider Angst. Easy. Ja, ja. Der geht so noch wie Simi. Bro, das ist zu. Ein bisschen Spanien bei. Ehrlich, Sänger, von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr Angst hast du, dass einer eine Knarre dir noch bam in den Knie schießt? 10, wenn nicht sogar, wenn man mehr kann, mehr. Mehr? 12, bis 12 geht. Ja? Ja. Dann 12, aber eine richtig mit Ausrufezeichen. Was, Bock? Hast du, wie Angst hast du, dass jemand dich einfach abknallt hier? Oder bei G. Kaffee und so, schwierig, ne? Das ist so voll, Leute. Ich will es behindert voll. Da ist die Line. Thank you. Okay, Leute, ich sag ehrlich, das, was jetzt kommt, ich sag ehrlich, wegschalten, wenn ihr nice seid. Ich sag ey, davon habe ich immer geträumt, Bruder. Davon habe ich immer geträumt. Gib dir, gib dir. Ey, Bruder, ey. Nicht mal. Aber okay, wir haben jetzt hier probiert. Ey, Bro, das ist so krass. Behindert? Probier meinen gleich auch. Kommst du? Coconut Cream. Der nächste. Der oder der andere? Der oder der andere? Ja. Der? Crazy. 10 on. 10, 11 on. Zeig mal, füll mal ihn. Mach du mal, iss mal jetzt. Boah. Behinder? Goofy ass. Bro, das schmeckt Thumbnail, ich schwöre. Ist wie Vanille, ich schwöre, ich glaube, das ist Vanille. Ist krass, sag mal. Ist wie Vanille. Das ist heftig, oder? Ein Traum. Ja, Spaß. Ey, LeBron hat 40 Punkte, ne? Bro, was geht hier ab, Digga? Ey, was geht hier ab, Digga?